What's poppin? Genau. Willkommen bei Raid My Setup. Das ist jetzt die, was weiß ich, wievielste Folge, die wir schon schieben. Ach nee, zweite gar nicht. Zweite gar nicht. Das ist schon die siebte oder so, glaube ich. Geht richtig rund. Ja, also ist so viele Setups echt abnormal. Wir raten heute eure Setups mal wieder. Mhm. Und ja, Techniker ist mit am Start. Klar, wäre schon, wenn nicht, Alter. Ich natürlich jetzt. Vanessa rated ab jetzt alleine eure Setups. Ich gebe. Ciao. Auf jeden Fall habt ihr uns wieder reichlich, also wirklich reichlich wieder welche geschickt. Und vor allem heftige Setups. Ja. Ich habe kurz mal reingelunzt, Alter. Das ist so unfair, aber okay. Ja. Ich habe nur kurz, Alter, ich schwöre, ich habe nur kurz. Mail auch, Mail zu. Legen wir los, oder? Ja, ich würde sagen, let's go. Let's go. So, dann kommen wir auch schon zum ersten, und zwar Fire Tiger. Der klingt schon mal vielversprechend, der Feuertiger. Oha, ich sehe schon. Ja, das gefällt mir. Ja. Was ist das? Das ist ein PC-Case, das ist ein richtig geiles PC-Case. Das ist ein Antec Torque, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ja. Richtig nice. Gefällt es dir? Ich habe das ist gerade irgendwie... Vollkommen verwirrt, ne? Weird. Aber sieht geil aus. Heftig, Alter. Ja, was stellt das da? Das ist ein PC. Ja, aber stellt es irgendwas da, die Figur? Nee, das sieht halt so aus wie so ein fucking Super Transformer, Alter, aussehen. Ach so. Und das trifft es auch, glaube ich, ganz gut. Also der Typ hat Custom Water Cooling, Alter. Sieht aber wild aus. Custom gekühlte Grafikkarte. Ich sehe schon das RTX-Logo, das gefällt mir sehr. Corsa Dominator Ram, yes, mein Junge, Alter, das ist mein Bruder. Alter, echt heftig. Wow, krass, wow, wow. Ey. Warte mal, ich zeig dir dann gleich mal. Vor allem, das ist dann noch schwieriger zu bauen, oder? Also, sind es auch so, oder ist es genau die Größe wie auch hier? Weil, nee, ist es kleiner? Es ist eine ähnliche Größe, dadurch, dass es so schräg steht, ist es wahrscheinlich ein bisschen höher. Das Einzige, was problematisch ist, dass es halt ein Open Case ist. Das bedeutet, der hat so Glasteile, die hat er jetzt kurz hier bei dem Foto abgemacht. Aber das kannst du halt abnehmen und da geht halt, wenn du es nicht sauber hältst, innen verstaubt es halt relativ schnell. Du hast aber einen sackguten Airflow natürlich. Sieht gut aus. Da unten ist das Netzteil, dann das Netzteil, wo du die Wattzahl angezeigt bekommst, aber das Zeug sieht echt sauber gemacht aus. Ich finde, das ist jetzt das Krasseste, was wir bis jetzt gesehen haben. Also von meiner Seite aus, ich kenne sowas nicht, aber das ist echt heftig. Durch, ja, ist echt durch. Richtig heftig. Bin mal gespannt auf die Specs auf jeden Fall. So sieht es dann. Bäm, Alter. Alter, das sieht krank aus. Übelst krank, ja. Also Antec Torque, echt ein krasses Case. Habe ich noch nicht drin gebaut. Müsste ich mal nachholen, glaube ich. Das ist echt geil, aber bestimmt eine Freude. Hast du richtig geil gemacht. Ja, ohne Scheiß, Alter. Richtig nice Setup. Cool aus. Vor allem mit dem Lila. Stimmt, auch übelst geil zu zocken. Da. Einfach. Ewigst, Alter. Vor allem, wenn du einfach so rüber guckst und siehst dieses Monstrum, Alter. Wow, Alter. Gab es ein Monitor-Update oder was, Alter? Techniker 2.0, Alter, 49 Zoll hingeballert, let's go! Digga, und der PC, Alter. Boah, das ist echt hardcore, Alter. Das ist durch, echt Alter. Krass. Echt das durch, ist krank. Alter. Corsair Headset Ständer, das habe ich auch so geil. Von was weiß ich, also RGB hin oder her, aber manchmal, wenn es so clean ist, von den Farben her, ist schon fett, Alter. Schon abgrundtiefst geil, ne? Er hat sogar die Logitech-Boxen mit dem RGB-Dingern, glaube ich. Muss man gleich mal gucken, Alter. Boah, Brett. Das Tastatur sieht fett aus, so, ne? Ja. So gemacht. Habe ich selber Profile anscheinend gemacht. Ist eine Razer, glaube ich. Oder ist eine Corsair? Muss man gleich mal gucken, ich sehe es nicht. Ja, übelst clean, Alter. Guck mal hier, nichts. Das ist echt Hammer. Aber eine Sache musst du mir wirklich verraten. Und zwar, wie das mit dem Tisch funktioniert. Ich will auch so einen Tisch haben. Also, das ist einfach nur eine Platte. Mit Schränken. Ja, aber nee, erstens mal hat er zwei Beine hingemacht statt einem. Ich habe auch so eine 2-Meter-Platte, aber ich habe nur einen Teil in der Mitte. Holt dir eine Stange mehr. Ja, aber das ist nicht nur die Stange, das ist auch breiter, glaube ich, als über mir. Das ist eine längere Tischplatte. Verrat es uns mal, wenn du kannst, bitte hier unten rein. Das interessiert mich echt mega. Super stylisch. Vor allem diese Zwischenfüße zwischen dem Brett und den Alex, die auf der Seite hat. Diese zwei Rollkästen, weißt du schon. Alter, das würde mich interessieren, wie du das gemacht hast. Richtig das Porno, sieht echt Alter. Krank aus. Ja, pornografisch hoch 3, Alter. Das sieht schon krass aus. Das ist das Heftigste, was ich bis jetzt gesehen habe, ja. Gesehen habe. Ja, stimme ich dir zu.
Boah, Alter. Ich will die Specs sehen, ich will die Specs sehen. Ist das arg teuer, sowas? Ja, das kann ich dir gleich mal sagen, was das alles kostet. Also, er hat uns geschrieben, ganz sauber und ordentlich. Der PC, Kühlung, Doppelpunkt. AK Waterblocks Custom Water Cool System. Fett einfach, einfach nur fett, Alter. Vor allem die Grafikkarte halt auch. Prozessor ist ein Ryzen 9 3900X. Der hat den overclockt auf 4,3 GHz. Auf allen Kernen stabil anscheinend. Läuft ja gut mit der Wasserkühlung, Alter. Kannst einfach alles wegkühlen. Ein großer Gigabyte Aorus-Fan, deswegen Aorus X570 Elite Mainboard. Sehr schönes Mainboard, klar. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 2080 Super auf 2100 MHz overclockt. Der übelste Overclocker ist da draußen, echt, ja. Aber echt krass. RAM Corsair Dominator RGB Platinum 32 GB mit 3600 MHz. Perfekter Sweet Spot für den AMD Ryzen 9 3900X. Sehr gut. Asus ROG Thor 850 Watt Netzteil. Also richtig geiles Netzteil unten, was diese Anzeige hat, Alter. Echt sexy. Vor allem, dass es in dem Case halt so schön rauskommt und genau so positioniert ist, halt ultra geil. Custom Cable Mod Pro Black and White finde ich auch sehr schön. Passen definitiv dazu. 240mm Radiator und einmal 360mm Radiator. Der eine ist wohl für die Grafikkarte und der andere für die CPU, denke ich. Der hat es so aufgeschlüsselt. Sollen wir mal schauen. Also, das hat er jetzt leider nicht dazu geschrieben. Würde mich interessieren, was er mit was gekühlt hat. Wahrscheinlich, denke ich, 360mm die CPU und 240 die Grafikkarte. Noctua Chromax Black sind die Lüfter. Weiß, schön leise, klares Case ist ja offen. Entek Torque, richtig geiles. Oh, jetzt schreibt er hier: Tischplatte, Ikea Pin Arp Nussbaum. 2,46 Meter. 2x Alex, 8x Capita als Tischerhöhung. Zack, Alter, habe ich's, Alter. Das muss ich auch machen. Genau so und ihm aufschreiben. Ist richtig geil. Danke dafür auf jeden Fall, dass du es gesagt hast. Lautsprecher, Logitech G560, Lightsync, genau, sind so Boxen, die lichtmäßig mit leuchten. Das sind ganz cool. Die hören sich auch nice an. Corsair Headset Ständer, Void Pro Wireless von Corsair. Die Tastatur ist doch eine Razer, hatte ich doch recht, habe ich richtig gesehen. Razer Black Widow Chroma V2, Razer Goliathus RGB Mauspad, Corsair Iron Claw Wireless. Zweimal Goof Dream Color Leuchtstreifen, sagen wir jetzt so auf Anhieb nichts, aber sieht auf jeden Fall definitiv in der Kombo richtig hart geil aus. Alles geil. Ich habe nichts auszusetzen. Abnormal geil, Alter. Ich würde alles geben, um da mal zu sitzen zu können und mal zu zocken. Ohne Scheiß. Richtig fett. Echt geil. Vor allem, was ich halt auch geil finde, ist halt so ein Nvidia-Freund. Jeder hat so eine Ikea-Pflanze. Ja, jeder, ne? Wirklich jeder. Die Leute sind durch, Alter. Ich glaube, das ist so eine Sucht oder so. Die tun dann so ein Suchtmittel rein. Ich hol dir auch mal so eine Ikea-Flasche, voll geil und so. Für den Drip. Ja, übelst, Alter. Sehr schön. Danke fürs Einsenden, Fire Tiger. Wirklich echt geil und vor allem deine Specs. Deine Fotos sind echt gut geschossen. Setup ist geil. Einfach nur noch geil, Alter, wenn ich solche Sachen bekomme. Dankeschön. So, und zum nächsten. Unsere Setup-Sucht befriedigen. Iondari heißt der Junge. Interessanter Name. Ist das nicht Lon? Londari? Ach, egal. Keine Ahnung. Irgendwie so. Iondari, Londari. Klingt auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal, wie interessant das Setup ist. Fett, oder? Das kennst du, oder? Also das da. Ja, klar. Das Hintergrundbild, ne? Ja, aber ich achte gerade nur auf das Gehäuse. Ja, ja, das flasht ein. Das geht sofort ins Auge. Das ist komplett... Ja, ist heftig, wie nennt sich heftig, das? Alter. Effekt. In dein Gehirn rein Effekt oder was? Keine Ahnung, ich kenne den Effekt nicht. In die Augen. Das burnt sich ein. Das Alter, krank, Alter, krankst. Ist das mit Schläuchen? Und daher, was ist das? Das ist eine Custom-Wasserkühlung. Also der hat genauso wie der vorherige, hat er die Schläuche selber gebogen und da läuft Kühlmittel durch und geht zu den jeweiligen Komponenten wieder zurück. Das sieht richtig wild aus, Bro. Voll mit der Farbe, Alter. Wieso kannst du nicht Bro sagen? Wallpaper hier, Louis Vuitton, Alter. Gucci Gang, Gucci Gang. Alter, durchst. Heftig, Alter. Die Leute dafür Geld lassen, Alter. Das ist schon krank. Das ist echt aber es lohnt heftig. Sich halt aus. Sieht halt so heftig aus. Also das ist eher... Die Farbe ist so flashy, Alter. So, was im Hinterkopf kommt. Ja, auch Schimmel an der Wand oder so.
Wasserkühlung ist mal ausgelaufen, scheißegal. Schimmel hochwachsen lassen. Nee, keine Ahnung, was ist ein Aquarium, oder? Keine Ahnung, sind wir gleich bestimmt. Alter, das sieht so Porno aus, Alter. Das sieht echt geil aus. Aber? Aber? Nee, ich find's geil. Oh, oh. Die gibt's nichts auszusetzen. Ja, aber... Ja, gut. Ja gut, das ist eine Wasserkühlung. Ja gut, aber auch smart gemacht eigentlich, ne? Also ich dachte jetzt, dass der Airflow ein bisschen verkackt ist, aber der schiebt die Luft von oben rein und tut sie vorne wieder rausdrücken. Ich meine, gut, der hat alle Radiatoren vorne verbaut, von daher ist es jetzt, denke ich, kein so Riesenproblem. Wobei der hintere auch ein Outtake ist. Also irgendwie interessiert, gut, gute Temperaturen hat er eh, glaube ich, bei der Kühlung. Aber echt durch, Alter. Sieht ja nicht so standardmäßig aus. Ja. Das ist schon was ganz Eigenes. Selber gemacht? Das würde mich echt interessieren. Wahrscheinlich schon. Ne? Also die hier die Tube-Führung, Alter, pornohaft, Alter. Vor allem die Farbe halt. Also ja. Burnt richtig. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Hallo Techniker, ich liebe eure Videos und möchte auch mal gerne eure Meinung zu meinem Setup haben. Bilder im Anhang. Also unsere Meinung, Porno, Alter. Das sieht echt krass aus. Dick Porno, Alter. Ohne Scheiß, echt heftig. Ryzen 7 3800X KFA RTX 2080 Ti Custom Wassergekühlt durch. Corsair V-Engine RGB Pro 16 GB und zwei Dummies. Dafür hat das Geld dann nicht mehr gereicht. Ja gut, aber so kriegt er auch das Gigabyte X570 Ultra Mainboard, krasses Mainboard. Corsair 750 Watt Netzteil, das Fantex Ento ist das Case, das 719er, richtig geil, echt schön, wie du es da reingebaut hast, definitiv. Rocket Cone Amo Maus, Sharkoon Skiller Mac SGK 3 Tastatur, Corsair Virtuoso RGB Wireless SE, ein richtig fettes Headset, richtig nice, auf jeden Fall. Samsung C32, ein 32 Zoll Samsung Monitor, richtig geil. Die Wasserkühlung ist, für die, die es interessiert, einmal 480 mm Radiator, wo hat der den hingeklatscht, Alter, vorne rein wahrscheinlich, ne? Und einmal 360 mm Radiator, beides von Alpha Cool. Der Rest ist alles aus der Corsair Hydro X Serie. Also wirklich Respekt für den Bild. Also ohne Scheiß, Alter, ja. Echt brutal, Alter. Vor allem, wie gesagt, das mit der Farbe und so finde ich halt auch richtig flashed, Alter. Swipen wir zum nächsten, und zwar ist es von Mau Mau. Mau Mau. Gucken wir mal, nein. Mau Mau. Clean. Ja, safe. Ich find's auch nice. Call of Duty, ja, gefällt mir auch. Sieht sauber aus. Die RGB-LED-Lightstrip, liegt die einfach auf dem Tisch oder spiegelt die sich? Ich glaube, da hat er entweder am Tisch da vorne oder am Tisch drauf, damit es schön leuchtet. Weißt du, was ich meine? Ja, aber normalerweise klebt man die doch hinten hin, damit so. Vielleicht einfach für den Drip. Kann auch sein. Kann aber auch ich habe ein. Wieso macht man das? Diese Dinger da? Ja. Das ist Schallschutz. Hilft das echt? Ja, klar. Also hier in dem Raum zum Beispiel haben wir voll die schlechte Akustik, weil du hier eine Wand hast und hier eine Wand. Wenn du so machst, schaltet es hin und her. Und da voll nicht. Bescheuert. Und da nicht, ja. Wenn er im Stream dick rülpst, Alter. Hast du einen sauber, cleanen Rülpser, Alter, und nichts anderes. Oder, jawohl. Oder die Stimme. Oder den Furz. Oder was auch immer er immer loslässt. Jawohl. Das ist wirklich, das ist in Tonstudios wird es verwendet, so Schaumstoff. Und es hat halt die Charakteristik, dass den Schall halt eben schluckt, anstatt zurückzuwerfen. Ziemlich geil. Monitorhalterung, zwei Monitore fliegen in der Luft, sieht super nice aus, definitiv. Sieht echt geil aus. PlayStation 5 Controller, oder? Ist schon PlayStation 5 Controller? Ja. Heavy, Alter. Wurden denn die ausgepackt, Alter? Na, das haben sie auch viele vorbestellt. Ja, aber du musst es trotzdem fucking super mega Lack haben, Alter, damit du überhaupt so eine bekommst. Ist schon durch. Und vor allem musst du mir überlegen, wann er uns das geschickt hat. Also er hat die schon wirklich zu Release gehabt. FIFA-Zocker, Call of Duty-Zocker, hier nochmal hier seinen. Bettchen, ey. Leute haben es aktuell immer, uns das Bett mitzuschicken. Aber ich finde es cool, Alter, wenn das ganze Setup mich interessiert. Das ist auch entspannt. Ja, sieht ein bisschen chillig aus. Vor allem hier mit den Kallax hier gebastelt. Finde ich cool. Call of Duty Poster. Call of Duty Poster. Richtig nice, Alter. Sieht echt gemütlich aus. Chill. Ah, da steht sie, die Blazy. Geil.
Echt heftig. Ne, sieht schon nice aus. Schöne Ecke. Sieht gut aus. Sauber, ordentlich, alles an seinem Platz. Das ist auch so ein Level-Up-Trinker, oder? Warte mal kurz. Das ist auch so ein Level-Up-Trinker, oder? Ja. Mhm. Bin hier gespottet, Alter. Weil er im Level-Up saufen, Alter. Das Zeug geht echt gut anscheinend. Ja, was hilft es? Ich glaube, dass es so sowas wie Nahrungsergänzungsmittel ist. Also du kannst es trinken und es macht halt gleichzeitig, glaube ich, so wie hier. Wie heißt die Pisse, die du trinkst? Red Bull? Red Bull. Es hat, glaube ich, so aufputschende Sachen drin, aber gleichzeitig ist es auch von den ganzen. Ja, es ist halt weniger, es ist keine komplette Mahlzeit ersetzen. Es ist dafür da, dass du mitten im Zocken dir einfach so ein Ding kippst, Alter, und einfach nicht essen brauchst. Ach so. Oder durchgehend weiter streamen. Anstatt wie so ein fetter Mixer irgendwie mit Burgern im. Das wäre ich. Dann eine Tastatur rumessen und so, als wärst du genau so. So ein fetter Wick. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Der im Stream Pommes und Cheeseburger und so reinknallt und dann auf der Tastatur. Nee, dafür ist es gedacht, dass du einfach da schnell zack beim reinhaust. Sieht richtig geil aus. Ja. Feier ich. Boah, schön, sauber, ordentlich, Alter. Ordentliche Kallax sehen halt fett aus, übelster Säufer. Jägermeister. Übelster Säufer. Guck mal, was der säuft, Alter. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Berliner Luft. Check. Was ist denn Berliner, oder? Luft? Doch, das ist Berliner Luft. Was ist denn das? Das schmeckt nach Zahnarzt. Nach Zahnarzt, Alter. Wie viele Zahnärzte hast du schon gegessen? Nee, schmeckt nach Zahnarzt. Mittel. Achso, dieses Zahnputzzeug, ja. Was sie dir dann auf die Zähne klatschen immer, ja. Genau. Ja, eigentlich meint ihr was anderes. Also dieser, wo man. Was? Nein, wenn man die Zähne. Achso, wenn man gurgelt, meinst du dieses? Ja, oh. Ja, wie heißt das? Wenn man die Zähne auch reinigen kann. Keine Ahnung, Gurgelzeug. Nein, davon geht auch. Sag doch! Mann! Nimmst du nach dem Zähneputzen für einen frischen Geruch? Ja, das ist doch dieses Gurgelwasser. Keine Ahnung, wie es heißt. Du meinst sowas wie Listerine. Was? Mundwasser, keine Ahnung. Mundspülung. Ja, ist doch dasselbe, sage ich doch die ganze Zeit, Alter. Mundspülung. Mann. Doch, das ist aber wild. Echt? Kenne ich nicht. Also gesagt, das ist wahrscheinlich nur für mich zu alt für Alter. Achso. Oldschool. Jack und Jägermeister kenne ich nicht. Na gut. Jägermeister kennst du. Ja, Jägermeister und okay. Jackie kenne ich, aber das ist Gurgelwasserzeug, das kenne ich nicht. Sieht ja auf jeden Fall nice aus. Ja, das Bett, genau, das haben wir. Ja, wir haben alle Fotos durch. Also wirklich sauber, ordentlich. Ja. Racing, das sieht schon nice aus. Mal gucken, was uns geschrieben hat der Junge. Hallo, hier mein kleines Zockerzimmer. Habe jetzt einen heftigen Gaming-PC, da ich eher der Konsolenspieler bin, wie du auch siehst, mit der PS5. Ich freue mich richtig, dass du die PS5 ergattert hast. Richtig nice. Wirklich echt cool gemacht. Vor allem, dass die PlayStation drüben steht und so. Richtig nice. Trotzdem solltest du mal einfach ins Feeling vom PC-Gaming kommen. Also die PlayStation 5 ist echt krass, aber bei PC geht noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ich habe auch gehört, dass es mit PC viel genauer geht. Als mit. Ja, weil du mit der Maus einfach genauer steuern kannst und so mit dem Controller einfach so rumwurschen musst. Finde ich auch, aber es gibt wohl Leute, die wirklich mit dem Controller echt heftig abgehen. Also man kann da wohl echt auch vieles rausholen. Aber prinzipiell bist du schneller mit der Maus, also von der Reaktion her würde ich jetzt behaupten. Genau. Ja, vielen Dank fürs Einsenden, Momo. Thanks. Danke. Und zum letzten Setup von dieser Folge. Und es wird was Krasses. Denn ich kenne den Namen schon. Es geht um Peter Lück. Muss ich dir erst die kleine Vorgeschichte erzählen? Ja. Wir haben uns kennengelernt, weil wir ein bisschen über Instagram hin und her geschrieben haben. Ein paar Corsa-Fragen hier, ein paar Corsa-Fragen da. Ich dachte mir, fit der Junge, ne? Ja, hier, der hat alles gecheckt, was ich ihm geschrieben habe. Corsa, QL, hier, da, Commander und so. Also dachte ich mir echt, wird ein krasses Setup, hat mir ein bisschen so seine Hardware geschickt und so oder gesagt, was er vorhat. Und ich so, ja, wird ein cooles Projekt, Peter, hau rein, ne? Machst du schon. Und dann schickt er mir Bilder halt, wie es geworden ist. Und wir haben dann noch ein bisschen mehr miteinander geschrieben. Ich zeige euch gleich die Bilder. Und dann kam raus, dass er 60 Jahre alt ist. Und der ballert halt RGB, Alter, wie ein 15-Jähriger.
und hat ein Brain-Alter wie ein 25-Jähriger, der noch topfit ist und das Zeug auscheckt. Also wirklich echt krass. Und jetzt zeige ich euch die Bilder und das ist einfach nur unfassbar. Ich kenne das ja schon. Das ist RGB auf dem höchsten Level, Alter. Ist ausgecheckt, seins und Aussehen und überhaupt. Das ist krank. Ein Corsair 680X-Gehäuse. Aber das sind doch... Alles QL-Lüfter. Ordentliches Mainboard, ordentliche Grafikkarte, ordentliche Kabelführung. Also guckt euch mal die Kabel an, Alter. Guck mal, wie er die Kabel gemacht hat. Alter. Wirklich alles einzeln schön. Alter, aber übelst. Durch, Alter. Das ist 60 halt. Der Typ ist halt echt heftig. Kannst du nicht im Alter gehen. Ja, aber das ist schon krass. Guck dir mal andere Leute an, irgendwie die checken gar nichts mehr mit 60. Weißt du, ich meine, ich finde es cool, dass sich Leute fit halten halt in dem Alter. Und dann auch noch mit sowas. Das ist echt durch. Das sieht echt geil aus. Richtig fett. Das sind mehrere Bilder, sind so ziemlich gleich aus. Das ist von der Seite. Das ist Corsair-Logo. Das ist ein Corsair-Gehäuse, Corsair-Lüfter, Corsair-Arbeitsspeicher, Corsair-Wasserkühlung. Eine Founders Edition Grafikkarte, müsste eine 3080 sein, wenn ich mich noch daran erinnere. Und der hat eine AMD Ryzen 9 5950X drin. Boah, kleines Video noch, damit man wirklich alles sieht. Boah, das sieht echt geil aus. Hm. Boah, ich liebe es. Das sieht so heavy aus, Alter. Richtig stylisch. Ja. Das sieht echt geil aus. Ohne Scheiß, Alter. Peter ist also echt ein Genius, ey, ohne Mist. Und ich muss euch eine kleine Story noch dazu erzählen. Also Peter hat nicht nur das gemacht, sondern Peter hat sich gedacht, da gibt es doch auch noch das andere Case. Und dann habe ich nochmal mit ihm geschrieben. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, baue ich alles um. Nochmal. Und hat sich dann das Lianli Dynamic XL gegönnt. In einer ähnlichen Konfiguration mit QL-Lüftern und so weiter. Da wird wahrscheinlich nochmal im nächsten Raid My Setup nochmal ein Umbau von ihm kommen. Und nicht nur das, sondern Peter Lücke, wie gesagt, ist wirklich eigentlich eine Legende mittlerweile auf dem Channel. Aufgrund eben dieser Umbauten und was er schreibt und auch wie er diesen Channel supportet. Denn es ist so, dass ich ja nicht alles zur Verfügung gestellt bekomme von den ganzen Herstellern, sei es Corsair, Asus, was auch immer. Ich bin einfach zu klein dafür und die Hilfe von manchen Community-Membern ist echt heftig auf diesem Kanal. Also es ist echt durch. Der Peter zum Beispiel mir eine Corsair Wasserkühlung zur Verfügung gestellt, und zwar die Capellix, die ich auch reviewen werde oder gereviewt habe, je nachdem, wann ihr jetzt das Video schaut. Und die bekomme ich nicht von Corsair. Und durch solche Menschen, durch solche Leute, die wirklich hilfreich sind in diesem Community und uns gegenseitig halt helfen, kommt es halt dafür, dass ich es auch schaffe, auch über sowas ein Video zu machen. Von daher wirklich einen besonderen Dank an Peter, dass du unser Community-Mitglied bist. Ohne Mist. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben noch einen netten Community-Mitglied heute zu krönen. Und zwar heißt er Pascal Clemens. Siehst du, was da vorne ist? Ja. Schnapp dir mal da ein paar. Warte, ich muss spannen. Spannung. So. Sind Corsair LL-Lüfter. Weiße Corsair LL-Lüfter. Und guck mal, wie viele das sind. Ich habe einen Dreierpack in der Hand. Hier ist einer, da sind nochmal zwei. Pascal Clemens hat uns diese Lüfter zur Verfügung gestellt zum Verlosen. So macht es die Community halt bei Technikern. Das ist halt echt heftig. Ich krieg da Gänsehaut, wenn ich an sowas denke. Diese Lüfter sind gesponsert von dem Community-Mitglied und die sind für euch. Ihr müsst einfach nur noch mitmachen. Das ist das Einzige. Also es wird so sein, dass es zwei Leute gewinnen können. Ich denke, dass drei Corsair LL-Lüfter schon eine große Hilfe sind, RGB-technisch für jemand. Und dann wird es nochmal drei zum Gewinnen geben. Und das ist halt wirklich echt genial. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank, Pascal Clemens, also für diese Möglichkeit oder diesen krassen Support für diese wunderbare Community. Wie ihr hier mitmachen werdet, werdet ihr auf Instagram erfahren in Kürze, wenn das Video erschienen ist. Da wird es nochmal genau darum gehen, was man machen muss, um eben hier bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Und ich freue mich wahnsinnig, wie gesagt, solche Leute zu haben, und ich freue mich wahnsinnig auch, Sachen weiterzugeben. Und Pascal scheint mit mir diese Leidenschaft zu teilen oder mit uns, dass wir Sachen weitergeben möchten. Und deswegen wird es ein dickes Corsair LL Lüfter-Gewinnspiel
Beispiel geben. Danke nochmal, Pascal, für alles. Krass. Und wir sind schon am Ende heute, ne? Stimmt. Ja, sehen uns beim nächsten Mal. Würde ich, ja. Ende für heute. Bereit, deine Haare? Ich will sie nicht tun, Alter. Was geht, was geht? So, dann legen wir mal los. Okay. Okay. What's poppin'? Und zum letzten Setup dieser Reihe. Nein.